Da habe ich den Brutrahmen raus, das sah der so aus. Det är bra på ett sätt att den ser ut så. För det betyder att bina rensar ut yngel med kvalster. Das ist gut auf einer Seite, wenn das so aussieht, das bedeutet, dass die Bienen die Brut ausräumen. Men de har börjat för sent. Aber sie haben es zu spät begonnen. De är inte tillräckligt bra. Sie sind also nicht ausreichend gut. De behandlar jag. Diese behandle ich. De får en skiva. Sie bekommen einen Streifen von seinem Thymol mit. Do. Even om de har skattlådor på. Okay. Also nur. Ach, auch wenn sie den Honigraum drauf haben. Men de flesta gångerna då jag behöver använda det är på våret innan skattlådorna. Den meiste gång, das meist oder am häufigsten muss ich das anwenden im Frühjahr. Eller efter Honigsaison. Oder nach der Honigsaison. Men jag har provat. Hur går det? Hur gör man om jag måste använda mitt i sommaren? Ich habe auch probiert, wie geht das? Wie muss ich es machen, wenn ich es mitten im Sommer anwenden muss? Det viktigaste för mig är bina. Das Wichtigste für mich sind die Bienen. Inte honung. Nicht der Honig. Om honungen blir skadad. Wenn der Honig geschädigt wird, då får jag inte använda den. Då tar jag undan den. Okay, da würde ich ihn ausschließen. Also du siehst ja den nicht. Nein, nein. Also okay. Der würde den Honig dann nicht verwenden. Wie viele Tilfällen so wird es so, ich behandle mit Thymol, wenn es ein volles Drach. Ja, oft ist es so, dass ich mit Thymol behandle und es ist volle Tracht. Und ich dreue relativ kurz Zeit, efter jag har behandlat tills jag tar bort lådorna. Så blir det inte. Das ist oft so, dass es kurze Zeit danach der Honig weggenommen wird. För thymolbiten ska ligga på maximalt 3 veckor, oftast bara 2 veckor. Also das Thymolstück soll höchstens 3 Wochen, meistens nur 2 Wochen aufliegen. Okay. Jag pratar mer om det sen. Men om det ser ut så här. Wenn das so hier aussieht. Ja, då ser det bra ut. Även om de har två bivärsar. Ja, also die sehen gut aus, auch wenn die ein paar flügellose Bienen haben. Och om grindet då ser ut så här. Wenn die Brut so hier aussieht. Also tätt. Dicht. Med samtidigt som bistyrkan är bra. Und die Bienenstärke gut ist. Also quasi die Zeit, einen neuen Kasten aufzusetzen. Da behandle ich nicht. Ich warte dann bis zum nächsten Mal, wenn ich komme. Und beurteile dann, wie es dann aussieht. So probiere ich auf ein Tillfälle, da war 2 Bisamhelle mit 3 Skattlådor war. Es waren 2 Völker, die 3 Honigräume hatten. Som fick en thymolbehandling. Und eine Thymolbehandlung bekamen. En vecka senare, 7 dagar senare. 7 Tage später. Tog jag bort honung. Nahm ich den Honig weg. Och ställde den tillsammans med alla annan honung. Und stellte den mit allen anderen Honigräumen in einen Raum. Jag tar alltid in honungen i ett intag, som jag kallar det för ett första rum. Ja. Also mit 28 Grad und einem Luftentfeuchter. Ersten Tag, wenn man in diesen Raum kam, da roch es intensiv. Thymol. Nach einer Woche war der Thymolduft annähernd verschwunden. Da habe ich sie alle geschleudert. Und dann haben wir den Honig probiert. Ingen Smak. Also keine geschmackliche Veränderung. Aber so mache ich es nicht. Der war Paraproexil. Das war also nur ein Test. Es ist wichtig, dass das Thymol ausdunsten kann.
Så her har jeg Tymol anvendt. Første året lærte jeg mig, hvordan bina fungerede og hvordan Tymolen fungerede. Det første år har jeg gelært, hvordan Tymolen fungerede og hvordan bina damit omgehen können. Så forlorede jeg mere end 100 bisoner. Da har jeg mere end 100 følger forloren. Næste år så behandlede jeg då 90%. Im nächsten Jahr habe ich 90% behandelt. Okay, 2010 so du bara drygt 10%. Hat er entsprechend weniger verloren. Okay, da war ich sehr tacksam für 2010. Da war ich sehr dankbar, dass 2010 war das ein sehr gutes Jahr. Ich konnte 3 Ernten in diesem Jahr einbringen. Det her er fra i år. Das ist von diesem Jahr. Båda de her samhällena. Beide disse folker startede som omlæggere 2011. Sind als Ableger von 2011 gestartet. Den her samhället har gett mig mer än 150 kilo. Dieses Volk hat mehr als 150 Kilo gebracht. Og det er et dårligt år i år. Und dieses Jahr war ein schlechtes Jahr. Trots att det står tillsammans med det här samhället. Trotzdem es zusammenstand mit diesem Volk. Som knappt, ja, det blev så svagt så det kunde knappt överleva, det överlevde knappt. Also das ist so schwach geworden, dass es gerade so überleben konnte. Så jag vågade bara ge 2 gram Tymol först. Also er hat dann 2 gram Tymol gegeben zuerst. Det är senare 3 gram. Später dann nochmal 3 gram. Och sen så fick de vara. So wurden sie. De byggde upp sig igen och klarade dem igen. Sind sie plötzlich gewachsen und haben sich aufgebaut. Då dödade jag drottningen. Und dann habe ich die Königin abgedrückt. Och så fick de en drottningscell. Und bekam meine Königinzelle. Som var syster med den här. So, die eine Schwester war zu diesem Volk nebenan. Och nu är de lika starka. Und jetzt sind sie gleich stark. Och tre på tre lådor. Und steht auf drei Zangen. De här växte, bytte drottning själva. Die haben die Königin selbst gewechselt. Och på slutet av säsongen så visade de några få vinglösa bin. Und am Ende der Saison haben sie nur einige flügellose Bienen gezeigt. Jag visste inte hur ska jag göra. Jag har lärt mig tillräckligt mycket. Jag har förlorat väldigt många liv. De kanske klarar sig ändå. Men jag var lite feg. Ja, also er wusste nicht richtig, wie er sich verhalten sollte. Er hatte viele Bienen verloren und ich war ein bisschen feige. Ich habe gedacht, die entwickeln sich selbst. So, de fick, det var stark zusammen, mycket stark zusammen. Sehr starkes Volk. Men de fick 15 gram Tymol. Die kriegten 15 Gramm Tymol. Jag misstänker att de inte hade behövt. Ich vermute, dass sie es vielleicht gar nicht gebraucht hätten. Der wird mal hinter. Men de ser fina ut nu och de tillhör en systerserie. Die sieht sehr gut aus und gehört zu einer Schwesterserie. Som är min bästa och som jag är väldigt glad för. Die besten sind und die ihm sehr viel Freude machen. Nu kommer sista bilden. Jetzt kommt das letzte Bild. Sen kanske att ni orkar att fråga, men vad vet jag. Jetzt kommt das letzte Bild, vielleicht schaffen Sie es. Noch Fragen zu stellen. Jag har hunnit sammanställa då de här samhällena, det är väl några fler som jag inte har behandlat i år med Tymol. Es sind einige Völker, die ich nicht behandelt habe in diesem Jahr mit Tymol. Nu ska ni veta det, att den vinter som kommer nu är den femte vintern för mig. Sie sollten wissen, dass dieser Winter, der jetzt kommt, ist der fünfte Winter, wo wir die Probleme in meinem Gebiet haben. So, alla Zeichen richtig. Wenn alle Zeichen richtig gedeutet werden können, für ihn auch. So kann man sich der Winter mit dem, mit dem, mit dem, mit dem.
glaubt ihr, dass es der letzte Winter ist, wo es etwas mehr Probleme sein würde, es geben würde? Dann sollten letztendlich die Bienen sich angepasst haben an die Milbe. Wir werden es sehen. Som ni ser så de som står 12 här så är det avläggare som är gjorda i år. Wenn Sie sehen dort, wo die 12 steht, von den Ablegern, die ich dieses Jahr machte. Die sind nicht behandelt in diesem Jahr. Wo nichts steht, das sind alte Völker. I år så var det regnade mycket så det var dålig pollentillgång under lång tid. An diesem Jahr hatten wir sehr sehr viel Regen und es war eine ganz ganz schlechte Pollentracht. Dadurch vermute ich, dass der durchschnittliche Thymolverbrauch ein bisschen höher sein wird. Men 80% av bisamhällena har fått thymol förra året. 80% der Völker haben dieses Jahr Thymol bekommen und im letzten Jahr auch. Er glaubt, dass Kifas besser war als seine Bienen zuerst. Er glaubt, dass die, die bei ihm stehen, etwas empfindlicher sein gegen Virus sind. Wenn man hier hinschaut und man nicht selektierte Bienen hat, so tror jag att i Tyskland. I Sverige, så, ja, kanske också i Sverige, så behöver man använda 2 gånger 15 gram eller 2 gånger 12,5 gram på våren och 2 gånger 12,5 gram på sensommaren. Alltså för nicht selektierte Völker glaubt er, för Deutschland och auch för Schweden, att man zweimal diese 12,5 gram im Frühjahr und zweimal 12,5 gram im Spätsommer anwenden sollte. Das wären ungefähr 40-50 Gramm für ein Jahr. Das meiste, was ich anwende, ist nur ein Drittel oder ein Viertel von dieser Menge. Es gibt einen Imker in seiner Nähe, der die gleiche Sorte Bienen hat wie er. Er hat niemals höhere Winterverluste gehabt wie normal, zwischen 5 und 10%. Er verwendet regelmäßig auf allen Völkern eine Scheibe Thymovar mit 15 Gramm im Spätsommer. Am Anfang machte er das auch im Frühjahr. Also er beobachtet nicht so viel wie er, dass er die nach den Symptomen schaut, wie er das gemacht hat. Förra året så hade jag 3 drottningar som jag trodde skulle kunna användas som avelsdrottningar året därpå. Förra året hade jag 3 kungar, där jag dachte jag kunde sie als Zugkönigin använda. Jag använde en av dem. Davon benutzte ich eine von ihnen. Och det är den som jag kallar för H157. Das ist meine H157. H står för Henklo, mannen i mitten av Sverige. Ja, das ist dieser Imker Henklo, der in der Mitte von Schweden ist. Jag har sålt några till Tyskland. Ich habe auch
einiges Material hiervon nach Deutschland verkauft. Sie sehen, dass ich da viel von nachgezogen habe, die für nächstes Jahr dann aktuell werden. Aber ich bin auch froh, dass ich einige andere auch noch habe. M ist eine Mutterlinie von Finnland. Ursprung ist eigentlich eine Saariensis. Und die HC stammt auch von dem Züchter Helmklon aus Zentralschweden. Kefos ist mit K gezeichnet. Nun ist der Kopf bald leer, sagt er. Aber er steht für Fragen zur Verfügung. Bezirk ungefähr.
Radius? Also wenn dieses Gebiet umfasst einen Radius von 10 bis 15 Kilometer. Also der am weitesten weg ist, der liegt über 20 Kilometer weg, der sein Material hat. Also wie sich das Gebiet ausdehnt. Immer noch Fragen? Ja, Osterlund hat vorhin von vergifteter Erde gesprochen. Hatte das aber nur angeschnitten. Kann er dazu was sagen? Ja. Det är en sammanfattning av alla gifter vi använder, både i bisamhället och utanför. Ja, das ist eigentlich eine Zusammenfassung aller angewendeten Chemikalien, die sich letztendlich auch in unseren Bienenkästen wiederfinden und außen davor auch. Och det negativa med alla dessa kemikalier när det gäller bina. Das Negative all dieser Chemikalien, wenn es um die Bienen geht, das stört die Anpassungsmöglichkeiten der Bienen immens. Immer diese neuen Verhaltensweisen. Also das, was ich kalle, die Immunsystemet. Und das Immunsystem der Bienen wird dadurch natürlich auch nicht gefördert. Både det som vi kämpar varroa med och inklusive jag själv och det som kommer utifrån. Ja, natürlich auch durch die eigenen Varroa-Bekämpfungen, die ich auch so anwende, und auch das, was von außen kommt. Okay. Ich habe die Küche versprochen, dass wir versuchen, in den Zeitplan zu bleiben, damit das Essen auch schmecken kann. Ich habe noch eine Mitteilung zu tun und ich habe natürlich die Räte zu danken und so weiter und so fort. Wir haben vereinbart, dass wir von dieser Präsentation heute Morgen und die Präsentation von heute Nachmittag PDF-Files machen werden und irgendwann kriegt ihr von mir alle wieder ein Mail, soweit ich eure Mailadresse habe. Okay.